Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Und heute geht's um diese ganz fantastischen Rucksäcke. Ja, diesmal sind es taktische Rucksäcke, denn wir befinden uns gerade in einem Kundenprojekt. Und da geht es um das Thema Massenanfall Verletzter bei Zustand nach Messerstecherei mit mehreren Verletzten, Schwerverletzten, Stichwunden und dem What Shall We Do with the Krankenpfleger. Und wir spielen heute das Spielchen, ich packe mein Rucksäckchen, ich packe mein Einsatztäschchen und ich nehme mit. Habt ihr Bock? Los geht ihm. Also meine Damen und Herren, liebe Freunde der gepflegten Notfallmedizin, in ballistisch knitterfrei und in komischen, eintönigen Farben. Und was wir hier sehen, kommt als Rucksackvariante aus dem Hause LifeGuard. Diejenigen, die meinen Kanal nun schon etwas länger verfolgen, werden es wissen. LifeGuard ist so einer unserer Haus- und Hofmarken, die wir tatsächlich bevorzugt selber nutzen. Und da wir damit halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die auch vertreiben. So, das hier vorne ist der kleinere der beiden, der im Grunde eine Art Erstangriffsrucksack, im Grunde vergleichbar mit dem Rucksack für den Einsatz Ersthelfer Alpha, vergleichbar ist. Das hier ist die nächstgrößere Variante. Wir haben auf der linken Seite ein Netzteil, beziehungsweise das hier wird reingeklettet. Wir haben hier Haken und Flauschband. Und das hier sind Gummischlaufen, die aber auch gleichzeitig Molle-Größen und Molle-adaptierbar sind. Wir können das hier rausnehmen. Wir können, wenn ich das richtig sehe, hier die gesamten Taschen rausnehmen und können die neu aufteilen. Bei dem kleineren können wir das auch. Wir haben hier oben eine große Tasche drin, wir haben zwei kleinere. Wir haben hier zwei Tourniquet-Taschen. Wir können da aber auch diese beiden kleineren IFAC-Taschen reinpacken, was ich nicht ganz so unfluffig finde. Hier haben wir Gummieinzüge. Ob und wie und wo und was wir damit anstellen, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden uns was einfallen lassen. Hier haben wir entsprechende Kompressionsriemen an den Seiten. Wir haben von hier zugänglich ein Steckfach, wo zum Beispiel Samsplint reinpassen oder Material por la Documentación bzw. verletzten Anhängekarten. Wir haben hier die Zipper für den rundlaufenden Reißverschluss. Das heißt, selbst wenn wir es hier einfach aufreißen und hier an dem Fach ziehen, geht der Rucksack relativ automatisch ganz einfach auf. Wir haben hier kein wirklich festes Rucksackgestell und wir haben im Gegensatz zu den IFAC-Taschen bei dem größeren Rucksack haben wir hier noch zwei Tourniquet-Taschen. Auch das werden wir im weiteren Verlauf und im weiteren Versuch auch noch hin und her und aus und tschüss und weg und zu probieren. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht aufschreien, wie kann er bloß taktische Medizin, Und Leute, mal ganz kurz, ganz entspannt ausatmen. Das mit dieser taktischen Medizin, damit hat bei mir im Jahre des Herrn 1995 des letzten Jahrhunderts im Grunde alles angefangen. Und letzten Endes ist diese Anfrage an mich herangetreten worden. Und das Schöne ist, wer mich nicht fragt, kriegt auch kein Ja. Ganz einfach. Wir haben ein ähnliches Projekt letztes Jahr gehabt für die Justiz in Niedersachsen, für das Landgericht Stade, wo wir 55 Justizwachtmeister unter anderem in medizinischer Leckabwehr geschult haben und das Ganze dann als videogestütztes Training bzw. Training mit videogestütztem Debriefing gemacht haben, was super angekommen ist. Und auch da haben wir eine Traumatasche zusammengestellt mit 5 IFACs, die im Landgericht Stade am Service Point hinterlegt ist. Und sowas ähnliches wird das jetzt hier mit dem Rucksack bzw. mit beiden Rucksäcken. Wir wissen auch nicht, ob beide Rucksäcke. Diese beiden Rucksäcke sind koppelbar und sind dann ganz ähnlich wie verschiedene andere Rucksäcke anderer namhafter Hersteller, die mit T anfangen und Asmanian Tiger aufhören zum Beispiel.
Tasmanian Tiger und ich kommen in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr so richtig zusammen. Wir haben das Headrest-IFAC gehabt, also dieses Kopfstützen-IFAC. Das hat unser Fahrzeug auf ballistischem Weg verlassen, mehrfach, nachdem meine Frau im Hakenflauschband von besagten Headrest-IFAC hängen geblieben ist. Dann ist bei einem Einsatz dieser Sleeve, dieses Einschub von und zu kaputt gegangen. Dann wollte ich das gucken, ob ich dafür Ersatz kriege. Da hieß es, nee, da müssen Sie das gesamte Kit, das gesamte IFAC neu kaufen. Was ich dann auch eine Frechheit fand. Und dann war auch das Thema mit Tasmanian Tiger und mir irgendwann sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit rum. So, das, was wir da jetzt haben, da bin ich durch blöden Zufall bei unserem Händler des Vertrauens, bei unserem Großhändler des Vertrauens drauf gestoßen. Und das Ganze ist wieder mal von Lifeguard. Mir könnt vor Freude fast die Milch einschießen, vor Freude und Glückseligkeit. Gibt es in verschiedenen, nicht ganz so bunten Farben, aber dafür von der Konfiguration her so, dass ich sagen kann, dem geht. Da sind, wenn ich das richtig gesehen habe, noch Klettflächen dran und ich lasse mich über die Rucksäcke auch noch weiter aus. Hintergrund ist, dass es in bestimmten Bereichen dieser unserer Boundless Republic, in bestimmten Organisationen so langsam ein Umdenken gibt. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal laut erwähnt habe. In Berlin, diese Messeattacken, ähnlich wie in Mannheim, haben wir in Berlin bummelig 3 Stück am Tag. Witzigerweise schreit da nicht mal mehr jemand auf. Aber letzten Endes rüsten die verschiedenen Organisationen drumherum auf für den Fall, dass den Damen und Herren in ballistisch knitterfrei das Material ausgeht. So, und die Damen und Herren der Polizei sind in dem Material, was wir in diesen Kits verbasteln werden, geschult. Es kommt nichts Spektakuläres rein. Es kommt keine große Notfallmedizin rein. Es kommt kein medizinischer Sauerstoff rein. Das ist kein Schnickschnack, das ist kein Shishi, das ist dafür aber medizinische Leckabwehr in wirklich allen Spiel- und Gangarten. Da kommen komprimierte Gase in ausreichender Stückzahl rein, es kommen Tourniquets rein, es kommen Traumabandagen rein, einmal die WoundStop und einmal die Lifeguard Multi-Trauma Bandage, die ich ebenfalls sehr, sehr cool finde, die aber ein Packmaß hat wie eine deutsche Eichenschrankwand. Es kommen rein Chest Seals, es kommen Thorax-Entlastungsnadeln rein. Aber das Ganze, da nehme ich euch mit in die Hand und zeige euch, was wir reinpacken und warum. Und das Ganze ist, wie gesagt, halt für ein Konzept zum Thema Massenanfall Verletzter. So, meine Damen und Herren. Hier sehen wir also den ersten Rucksack und hier sehen wir das Material, was da reinkommt. Wie gesagt, kein Schnickschnack, kein Shishi. Und wir gucken mal, was passiert. Bei diesem Rucksack haben wir 2, 3, 4 und eine große Modultasche. Ich will erstmal gucken, was hier in diese Netztaschen so verschiedentlich reinpasst. Da passt rein eine Traumabandage, ein Tourniquet, ein Dreiecktuch, eine Rettungsdecke, denn Wärmeverlust ist Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen und zweimal Götterspeise bei Gesetz. Zweimal komprimierte Gase aus dem Hause Lifeguard. Und das Spiel spielen wir jetzt erstmal weiter. Bis auf Wiederholung. Da. 2 Gaben. Und ich würde mir erlauben, diese Schultaschen hier genauso zu packen.
Ich habe hier hinten inzwischen die große Tasche mit den Teilen, 4 Stück davon. Ich habe hier vorne die Easy Bandage, auch aus dem Hause Lifeguard. Es haben alle 4 IFAX im Grunde dieselbe Füllung inklusive wasserfesten Stift. Was man hier jetzt noch reinpacken kann, ist etwas zur Dokumentation. Da würde dann hier zum Beispiel so ein Block Rapid Rescue Documentation Charts reinkommen. Hier würden Knicklichter in Rot reinkommen. Und ich glaube, dann haben wir es so ziemlich. Und damit wäre dieser ganze ganz wundervolle Rucksack leicht zu tragen, weil es ist relativ viel Geraffel drin, aber es ist relativ leicht. Und dieses relativ leicht finde ich wirklich kreuzgenial, wenn ich ehrlich bin. Kann man da dran so im Moment noch was verbessern? Nee. Bei dem Rucksack waren ja auch diese Tourniquet-Taschen noch dabei. Ich gewähre eine Idee. Dem geht. Und damit seid ihr für den Erstangriff schon mal reisefertig. Um die ersten Tourniquets anzuwenden, müsst ihr noch nicht mal den Rucksack aufmachen. Und selbst wenn ihr irgendwo mal den Rucksack dann aufmacht, wäre es ganz witzig, wenn ihr die Schnellverschlüsse schon mal vorher aufmacht. Und dann könnt ihr losarbeiten. Und ich glaube, die Idee finde ich schon gar nicht so richtig unsexy. Und der Witz ist, dass dieser Rucksack und der größere dazu, die lassen sich miteinander koppeln. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt mal an. Los geht ihm. Wir nehmen mal an, für den Moment des Schreckens, dass unsere Baustelle wirklich eine größere ist. Dieses ehrenwerte Teil ist im Grunde, wenn man so will, das Mutterschiff dazu. Fleißig Multi-Trauma Bandages rein. Wir packen hier unten wieder Easy Bandages rein. Meinetwegen auch in Tateinheit mit komprimierter Gase, aber da kommen wir später drauf. Wir haben auch noch einen Plan B im Angebot. So, jetzt haben wir hier noch 2 Modultaschen. Und auch die, altbekanntes Spiel. Traumabandage, Tourniquet, Rettungsdecke, komprimierte Gase. So, dann habe ich hier also noch 2 IFAX drin, also 2 Trauma-Kits drin. Ich habe hier nochmal 4 Multitrauma-Bandages. Ich habe hier nochmal 4 Easy-Bandages. So, das wäre das Ganze in komplett. Man kann da noch Tragetücher dran ergänzen. Was ich noch ergänzen würde, sind diese Dinger hier. 180er Bandschlinge, also 180 cm lange Bandschlinge. Kommt hier oben ran, könnt ihr einen Patienten mit wegschlafen, könnt ihr einen Patienten mit wegtragen. Könnt vielen, vielen anderen Mist damit improvisieren und veranstalten und ist im Grunde sowas ähnliches wie eine Vollbremsung einer belebten Fußgängerzone. So, das war also ein kleines bisschen Einblick in das, was wir sonst so verschiedentlich veranstalten. Ja, das hat mit der klassischen Erste Hilfe relativ viel gar nichts zu tun. Und wir tun es trotzdem.
So, und aufgesattelt sieht das Ganze dann ungefähr so aus. Habe hier noch einen Hüftgurt und so komisch es klingt, der passt auch bei mir. Ne? Da Hüftgurt, Publikum, Publikum, Hüftgurt. So, und damit können wir jetzt lossegeln. Im Zweifelsfall können wir das Ding nach guter alter Art und Weise abwerfen, können die Rucksäcke voneinander trennen und können mit beiden Rucksäcken voneinander getrennt arbeiten. Kennings, haut's mal raus, was haltet ihr von derartigen geistigen Durchfall? Haut's unten in die Kommentare, mir war es ein inneres Blümchen pflücken, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woo-hoo!